Hallo, mein Name ist Merten Giesen. Herzlich willkommen hier in der Ecke meines Büros, hier im Medienzentrum. Das hier ist die erste Folge unserer neuen Serie zum Thema News und Neuigkeiten hier aus dem Medienzentrum. Und in dieser ersten Folge geht es einmal um das Thema News natürlich und im zweiten Teil um das Thema Videokonferenzsysteme. Wie kann ich auf dem Laufenden bleiben? Wie kann ich mitkriegen, was aktuell ist? Wie kann ich Informationen erhalten, die ansonsten an mir vorbeigehen würden? Und dafür gibt es sozusagen für Sie drei Möglichkeiten, die ich Ihnen hier ganz kurz skizzieren möchte. Erstens haben wir einen regelmäßig erscheinenden Newsletter. Da können Sie sich hier auf unserer Webseite oben rechts in der Ecke direkt anmelden und dann sozusagen regelmäßig ungefähr einmal im Monat, manchmal auch alle zwei Monate, je nach Ferien, einen Newsletter erhalten, wo Sie dann per E-Mail über alles mögliche Veranstaltungen, neue Projekte, neue Tools, neue Videoclips und so weiter informiert werden. Die zweite Möglichkeit ist unser News-Ticker. Den lege ich Ihnen wirklich mega ans Herz, weil wir dort in ganz, ganz kurzer und sehr knapper Textform, so 1, 2, 3, 4 Zeilen, kurz skizzieren, was es Neues gibt. Den finden Sie auf unserer Webseite unter Schule und dann unter News-Ticker. Und wie Sie hier sehen können, wirklich nur 2, 3 Zeilen, was ist neu rausgekommen, welche Institution hat welchen Brief an die Schulen geschickt, was wurde auf welche Webseite veröffentlicht, hat der Datenschutz was gesagt zum Thema Videokonferenzsysteme und so weiter. Alles das versuchen wir hier einigermaßen zeitnah aufzulisten, sodass Sie das, wenn Sie hier regelmäßig drauf gucken, auch immer mitbekommen. Und die dritte Möglichkeit ist letztlich einfach bei YouTube hier diesen Kanal zu abonnieren und über diese News-Sendung, die regelmäßig erscheint und immer so 3, 4 Minuten lang dauert, mitzubekommen, was los ist. Deswegen einfach direkt auf Abonnieren klicken und los geht's. Wir stehen ja vor der nächsten Schulschließung jetzt gerade. Am Montag beginnt das Ganze mit Distanzunterricht ab der 7. Klasse und Präsenzpflichtaussetzung für die Kleineren, also auch Distanzunterricht. Und natürlich ist das Thema Videokonferenzsysteme jetzt wieder zentral in den Mittelpunkt gerückt. Für Frankfurt und für viele andere Kommunen in Hessen gab es ja eine Möglichkeit über Landesmittel, also über die staatlichen Schulämter, das Videokonferenzsystem Big Blue Button über Antares Project, also den EduPool der Medienzentren, zu erwerben. Das haben in Frankfurt auch knapp 80 Schulen gemacht. Wunderbar. Die sind eingerichtet. Seit ungefähr Mitte November läuft da alles. Die Accounts werden über die Medienzentren verwaltet, also über uns und unseren EduPool. Und darüber kann man seine eigene kleine Videokonferenz dann abhalten. Neues, und das ist auch hier etwas, was ich sozusagen im News-Ticker beschrieben habe, ist, dass am 23.12., die meisten von Ihnen werden das noch nicht zur Kenntnis genommen haben, kurz vor knapp vom staatlichen Schulamt die Information kam, dass dieses Big Blue Button über EduPool, also von der Firma Antares Project, welches auf Telekom-Servern in Deutschland gehostet wird, als datenschutzkonform eingeschätzt wird und von daher auch Dienstversammlungen und Konferenzen darüber ermöglicht sind. Für alle anderen Systeme, die bisher im Umlauf sind und die diese Datenschutzfreigabe noch nicht haben, gilt weiterhin die Duldung des hessischen Beauftragten für Datenschutz bis zum 31.07., also das ganze Schuljahr über, dass man das auch für pädagogische Zwecke verwenden kann, eben aber nur für diese pädagogischen Zwecke. Da dürfen dann keine Konferenzen und Versammlungen, Dienstversammlungen, Schulkonferenzen etc. stattfinden. Deswegen macht es natürlich absolut Sinn, auf dieses Big Blue Button-Lösung von Antares Project aufzusteigen, falls Sie noch nicht dabei sind. Es gibt noch die Möglichkeit, obwohl das in der Kommunikation ja so lief, dass es da eine Frist gab, die irgendwann im Anfang November ausgelaufen ist, gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, weiterhin sozusagen dieses System über Antares Project zu beziehen. Und deswegen, wenn Ihre Schule noch nicht dabei sein sollte, empfehle ich Ihnen, das noch abzuschließen. Das Schreiben, was ich auch beim Newsticker verlinkt habe, ist vom Minister, deutet ebenfalls an, dass auch die Finanzierung bis zum Ende des Schuljahres, also die ungefähr 1.000 Euro, die man dafür braucht, auch über die staatlichen Schulämter weiterhin ermöglicht ist. Das heißt, wenn Sie noch kein Videokonferenzsystem in Ihrer Schule haben oder eins haben, mit dem Sie nicht zurechtkommen und auf eine datenschutzkonforme Lösung setzen wollen, dann empfehle ich Ihnen Big Blue Button direkt hier über den EduPool der Hessischen Medienzentren. So, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen kleinen News-Folge angelangt. In der nächsten Folge geht es um das Thema Software, welche Lösungen Sie dort von uns bekommen können. Und in einer weiteren Folge dann um das Thema Spielfilme im EduPool und wie Sie diese auch Ihren Schülerinnen und Schülern zugänglich machen können. Viel Spaß!